Wie gut sind die Veolia Towers Hamburg in dieser Saison in der BBL? Beinahe den FC Bayern geschlagen, hoch gegen Berlin gewonnen, aber international gegen Bourg-en-Bresse verloren. Und jetzt eine richtige Prüfung bei dem Team von Valencia Basket. Aus der Euroleague, wenn man so will, abgestiegen in den Eurocup. Großer Favorit mit auf den Titel. Und Valencia in den orangen Trikots direkt mit Punkten von draußen in der Anfangsphase. Die Mannschaft erstklassig besetzt. Viele gute, große Spieler, die werfen können, aber auch unter dem Korb aktiv sind. Matt Costello gehört dazu. Neuzugang, er kam von Baskonia. Die Hamburger bemüht, auch in der Offensive gegenzuhalten. Kirk Quest ist da mit dem schönen Anspiel von Lodi. Profitiert er da mit dem einfachen Punkt. Im ersten Viertel ging es sehr fröhlich hin und her. Defensive spielte eigentlich nicht die allergrößte Rolle. Und so kam es zu leichten Punkten auf beiden Seiten. Wieder Quest für die Towers, die nicht nur dranblieben, sondern zwischenzeitlich sogar auch in Führung gehen konnten. Das zweite Viertel, es wurde jetzt etwas besser verteidigt, vor allen Dingen von Valencia, mit Vorteil aber beim Offensiv-Rebounding und dann von draußen wieder erfolgreich abgeschlossen. Die Spanier mit erstklassigen Quoten, Branko Badio war das von jenseits der Dreierlinie mit dem erfolgreichen Abschluss. Mitte des zweiten Viertels, Bray Ivy aus der Ecke, er verlagerte sich jetzt Richtung Scoring, um seine Mannschaft hier in der Offensive am Leben zu halten. Weiter Valencia, wieder Offensiv-Rebound. Das ist so ein kleines Problem bei den Hamburgern, dass sie am Brett vor allen Dingen auch gegen diese internationalen Top-Leute bestehen müssen. Halbzeitführung für Valencia, aber das Baloschki-Team ist eigentlich noch im Rennen, wird aber im dritten Viertel dann doch ziemlich unter Druck gesetzt. Valencia mit besserer Verteidigung, kaum noch ein Durchkommen hier für Ivy. Und selber hat man Probleme, das schnelle Spiel von Valencia zu kontrollieren. Trotzdem gute Moral. Jacek Lodi mit dem 1 gegen 1. Er zeigt immer wieder seine Schnelligkeit und seine Korbgefährlichkeit. Hier bis auf 4 Zähler ist man dran. Dann kommen so 2, 3 Fehler hintereinander. Ballverluste. Montero überragend im Spielaufbau. Hier auch mit den Punkten. 11 Punkte, 11 Assists vom Spieler der Domrep. Eine überragende Partie. Und Valencia jetzt mit deutlich besserer Verteidigung. Und das generiert Ballgewinne und leichte Punkte. Immer wieder Fastbreaks, immer wieder erfolgreiche Abschlüsse aus dem Zweierbereich. Der Vorsprung wächst minütlich. Und jetzt zeigt sich auch die Überlegenheit auf den großen Positionen. Costello ohne Fehlwurf aus dem Zweierbereich. Fast fehlerlos von jenseits der Dreierlinie. 23 Punkte. Am Ende ein deutlicher Erfolg für Valencia. Hamburg kassiert wieder über 100 Punkte im Eurocup. Muss defensiv sich da in jedem Fall auf ein anderes Niveau begeben. Zweite Niederlage im zweiten Eurocup-Spiel für die Towers. Live bei Magenta Sport.